Wir hatten ein super spannendes Innovationsforum heute hier in Berlin, inspired by Cradle to Cradle. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das Format ein bisschen zu ändern, von Cradle to Cradle in Richtung Innovationsforum. Was waren die Themen, die wir heute hatten? Hat angefangen mit dem Christopher Käse von Axel Springer, unser Keynote-Speaker. Disruptive Innovation beschreibt einen Prozess, bei dem ein Produkt oder eine Dienstleistung ihren Anfang in einer zunächst simplen Anwendung am unteren Ende des Marktes nimmt und dann unaufhörlich weiter nach oben aufsteigt, wo es früher oder später den etablierten Wettbewerb ersetzt. Zwei Tatbestandsmerkmale, simpel und unteres Ende des Marktes. Traditionelle Unternehmen nehmen diese Angriffe nicht ernst. Denken Sie daran, als das iPhone rauskam, was hat Nokia gelacht? Telefon ohne Tasten, wie soll das funktionieren? Das war das Ende von Nokia. Überraschend war sicherlich zum einen das Thema disruptive Innovation, dass aus unserer Branche nicht der neue Marktbegleiter kommt, sondern dass er aus einer ganz anderen Branche kommt und der eigentlich teilweise schon da ist. Und dass das auf Stadtebene, dass wir in Deutschland ziemlich langsam hinterherhinken, wenn man sieht, was Helsinki macht mit ihrer Open Data Plattform. Data-driven business is more than just applications. So it can be about using the open data for making the circular economy more efficient, or it can be using the open data for choosing where is the best spot to build your next apartment building or next shop or whatever. Das ist auch immer der Grundsatz beim Innovationsforum der letzten Jahre. Wir wollen ja Leute haben, die das schon gemacht haben, die nicht sagen, wie die Zukunft ausschaut, sondern die machen das schon. Das regt deutlich an, definitiv. Das wird auch noch lange nachhalten. Die Welt ist dreidimensional. Und deshalb sollten auch wir in der Baubranche uns Gedanken machen, wie können wir diesem Umstand Rechnung tragen. Nicht nur, dass wir jetzt den Computer anklicken und alles in 3D machen, sondern die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wird sich maßgeblich ändern. Wir hatten, wie auch die C2C-Foren der letzten zwei Jahren, Professor Baumgart wieder da. Das Allereinzige, was wir wirklich können in Europa, ist, wir wissen, was gesund ist. Was ein Gebäude ausmacht, dass es gesund ist und dass es umweltgeeignet ist, das wissen wir. Und das ist unser einziger Wettbewerbsvorteil. Wir müssen eigentlich innovativ sein, dann ergeben sich einfach auch neue Trends, dann sind wir einfach auch dran, an der anderen Stelle wirklich die Welt zu verändern. Wir müssen neu denken, das hat auch nochmal der Herr Romberg unterstrichen, der uns so einen Einblick gegeben hat in die BIM-Welt, vor allem auf Ausführungsseite, also dass wir die Prozesse ganz neu denken. Wenn wir nicht aufhören zu glauben, dass ein Gebäude ein Stück ist, das eine Lebensdauer hat, sondern dass es Teile gibt, die 150 Jahre leben, nämlich die Primärkonstruktion, Teile, die vielleicht 40 Jahre leben, wie die Fassade, Technologie, die ausgewechselt wird, Software, die abgedatet wird alle drei Monate. Dort müssen unsere Schnittstellen in der Planung sein. Sonst können wir niemals nie rückbauen, auswechseln, upgraden und müssen Gebäude abreißen nach 25 Jahren zum Beispiel. Und das ist nicht nachhaltig. Die Themen zusammengebracht, da sind eigentlich dahin geändert, dass wir eine echte Premiere heute hatten, nämlich bim-blog.de zu launchen. Wir wollen dort jetzt nicht sagen, alles andere, was es bisher gibt, vergessen wir, sondern es geht darum, einen Praxisbeitrag zu bringen. Viele andere sind eben wirklich dort momentan in Theorien unterwegs. Die Sachen wurden noch nicht in der Praxis überprüft. Oder es wird schon versucht, einen Standard irgendwo in BIM Level 3 zu generieren, wo viele auf Planungsseite, aber allerdings auch auf Bauherrenseite noch gar nicht in der Lage sind, danach vorzugehen. Und deswegen sagen wir momentan ganz klar, wir starten erstmal mit einem Praxisbezug in einem niedrigen Level. Wir sind keine Konkurrenz zu anderen Initiativen, die es dort momentan gibt. Ganz im Gegenteil, wir sind offen und werden dort auch den bewussten Dialog mit denen suchen, mit denen, die andere Plattformen anbieten, aber auch mit den entsprechenden notwendigen Berufsverbänden, Institutionen, Kammern, die es dort gibt. Von daher auch nochmal vielen Dank an die zwei Partner, Beuth und Frame. Es war eine sehr intensive Arbeit, was wir jetzt in den letzten Monaten gemacht haben, was da die Teams geleistet haben. Und wir sind einfach auch gespannt auf die Reaktionen, die da kommen, weil es sicherlich für alle Beteiligten irgendwo eine Neuerung ist. Sehr gut, hat es mir gefallen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es war mal was anderes rausgerissen aus dem Tagesgeschäft. Viele, viele interessante Gespräche geführt, viele interessante Vorträge gehört. Interessant immer wieder die Themen BIM. Es wird einfach im Moment viel über BIM gesprochen. Wir haben jetzt auch ein Projekt, wo wir uns entschieden haben, es in BIM zu planen. Es bestärkt einen daran, auch die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Man sieht auch, dass man doch zwar weit hinterher ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, aber für Deutschland immer noch vorne an dabei ist, was einen beruhigt und was einen noch bestärkt weiterzumachen. Also erstmal hat Dresden Sommer fantastisches Wetter bestellt. Dann ist es eine coole Location, wenn man hier rauskommt auf der Terrasse mit dem wunderbaren Blick ins Grüne. Was ich heute mitnehme, ist nicht eins, es ist eine Menge. Es sind hier und da kleine Dinge, die mich anregen, die ich gerne auch zu den Kollegen mitnehme. Was ich vermisst habe, wo sind die Leute eigentlich von den Bauverwaltungen? Wo ist die Politik heute?
weil letztendlich müssen wir mit denen ja auch zusammenarbeiten auf den Bauämtern und immer wieder stelle ich fest als Developer, da sind völlig andere Blickwinkel, ganz andere Standings und das dann zusammenzubringen an einem Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr ist dann immer sehr schwierig. Was ich heute am Tisch hier gemerkt habe, auch bei Kollegen, es gibt eine große Aufmerksamkeit. Ich habe hier keinen gesehen, der irgendwie gelangweilt war. Viele haben mitgeschrieben. Es gab natürlich hier und da auch kleine Äußerungen schon mal. Ja, nein oder finde ich nicht so toll oder wow, gefällt mir. Wenn das Format weitergelebt wird und hier auch Gespräche ja anschließend entstehen, ich glaube, das ist eine Geschichte. Wenn es eine Einmalsache ist, dann ist es wie in der Schule, dann ist es vergessen, dann wird es fürs Leben nicht genutzt. Ich finde es ein tolles Format, sollte man weiter vorziehen. Und ich glaube, das Interesse ist riesengroß und vielleicht braucht Dresden Sommer im nächsten Jahr schon einen ganz großen Raum.